Hallo zusammen, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen ganz am Anfang nach dem Inhaltsverzeichnis. Geht es darum, wie das Buch zu lesen ist, und dann kommt erst der erste Abschnitt, wo es um Medikamente geht, mit konkreten Medikamenten, die genannt werden, Haut und Haare. Und ich fange einfach mal an auf der Seite 6, wie das Buch zu lesen ist. Wie das Buch zu lesen ist. Dieses Buch soll Ihnen die Möglichkeit geben, die Medikamente, die Sie in der Apotheke kaufen können, die in der Werbung empfohlen werden oder die Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben wurden, einem prüfenden Blick zu unterziehen. Als informierter Patient sollen Sie über Belange Ihrer Gesundheit mitentscheiden. So sieht es der Gesetzgeber vor. Welche Behandlung gewählt, welches Medikament eingenommen wird, das entscheiden Sie im Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker. Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, benötigen Sie Informationen aus einer verlässlichen Quelle. Dieses Buch soll für Sie eine solche Quelle sein. Viele Medikamente sehen die Experten der Stiftung Warentest zwar kritisch und bewerten sie als wenig geeignet, dennoch ist dies kein Buch gegen Arzneimittel, sondern für die richtige Einnahme von notwendigen und nützlichen Medikamenten. Es bietet Ihnen die Bewertung von Medikamenten, die in mehr als 100 Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen, von Kopf bis Fuß. Dabei sind sowohl rezeptpflichtige als auch rezeptfreie erhältliche Produkte in einer Übersicht zusammengestellt. Die folgenden Kapitel und Erläuterungen sollen den Beipackzettel nicht ersetzen, sondern ihn um fundierte Einschätzungen unserer Experten ergänzen. Erster Punkt. Bewertung. Jedes Medikament ist auf Basis eines wissenschaftlichen Gutachtens individuell bewertet. Die Bewertungsstufen zwischen geeignet und wenig geeignet können Sie bereits aus der Tabelle ersehen. In den Texten zu den einzelnen Wirkstoffen finden Sie eine ausführliche Bewertung durch unsere Arzneimittelexperten sowie eine Begründung dieses Urteils. Zweiter Punkt. Wirkung. In Kurzform erfahren Sie, wie Ihr Medikament wirkt. Dritter Punkt. Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Zusätzlich können Sie nachschlagen, welche typischen Nebenwirkungen auftreten können und wie häufig diese sind. Dritter Punkt. Wechselwirkungen. Sie können nachlesen, ob Ihr Medikament mit anderen Arzneimitteln reagiert, also etwa deren Wirkung abschwächt oder verstärkt oder sogar in seiner eigenen Wirkung beeinträchtigt wird. 1, 2, 3, 4. Fünfter Punkt. Hinweise. Speziell für Kinder und Jugendliche, Schwangere und stillende Mütter sowie für ältere Menschen geben unsere Experten Hinweise zur Anwendung der jeweiligen Medikamente. Dieses Nachschlagewerk kann den professionellen Rat von Fachleuten nicht ersetzen. Es soll Ihnen aber ermöglichen, Medikamente verantwortungsbewusst und informiert anzuwenden. Es kann Ihnen zudem die Grundlage bieten, um im Gespräch in der Apotheke oder in der ärztlichen Praxis Fragen zu stellen und selbstbestimmt an Behandlungsentscheidungen teilzuhaben. Unabhängig davon, wie eine Bewertung von uns zu einem von Ihnen eingenommenen Wirkstoff oder Medikament ausfällt, setzen Sie nie eigenständig Ihre Medikamentation ab, sondern suchen Sie bei Unsicherheit und Fragen zu Ihren Arzneimitteln immer das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder dem Apotheker, der Ihnen das Arzneimittel empfohlen hat. In Deutschland sind nahezu 100.000 Medikamente zugelassen.
Leider können bei der Fülle der angebotenen Mittel nicht alle Medikamente in diesem Buch zur Sprache kommen. Wir haben uns auf die häufigsten Erkrankungen und Beschwerden beschränkt und die wesentlichen Informationen zu den eingesetzten Wirkstoffen kurz und übersichtlich zusammengefasst. Wenn Sie zu den einzelnen Themen mehr wissen wollen, detaillierte Informationen zur Dosierung, Anwendung, eine vollständige Liste der Neben- und Wechselwirkungen finden Sie wie gewohnt im Bikepackzettel oder im Internetangebot Medikamente im Test der Stiftung Warentest unter www.test.de/von-links-unten-nach-rechts-oben-Medikamente. So, es geht weiter mit wie wir Medikamente auswählen. Bis nachher.